Kuh ist ein eingreifender Agent der katholischen Kurie des Vatikans. Kuh ist einer, der nie oder sehr spät erst in Erscheinung tritt, der aber nicht nur rauskriegen will, was machen da die Bauernkrieger um Thomas Münzer oder was ist da in der Stadt Münster mit den Wiedertäufern los oder was treiben diese lebensfrohen gegen alle Konventionen experimentierenden Kommunaden in Antwerpen um 1530 und so weiter, sondern der agiert wie ein Agent-Provokateur, der die zu Fehlern verleitet im Auftrag des Vatikans. Der Protagonist des Romans kennt natürlich diesen Coup nicht, aber wenn er auf die Zeit seiner Kämpfe zurückblickt, der Roman des Kollektivs Loser Blizzard ist ja so gestrickt, dass dieser Protagonist immer zu den wenigen gehört, die nicht ermordet werden am Ende der Kämpfe, sondern dem die Flucht gelingt und der dann in andere politische, soziale und religiöse Auseinandersetzungen kommt. Der spürt, da ist jemand immer im Schatten, immer da, wo ich auch bin. Und das ist dieser Coup, der seine Berichte an den Kardinal Carafa schreibt, eine historische Figur, die später tatsächlich Papst geworden ist und ein ganz scharfer Hund der Inquisition war. Also wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich bei Coup um so, naja, wir würden heute sagen Spion, der der Obrigkeit von den Aufständigen gegen die Inquisition berichtet. Wem, also welchen Ketzern begegnet dieser Coup denn im Laufe dieser 40 Jahre, in denen das Stück spielt? Ja, das Stück fängt sozusagen sehr klassisch 1517 an, also in Wittenberg mit den ans Portal genagelten Thesen und zeigt auf, wie viel Hoffnung zunächst alle Rebellion auf Luther projiziert, wie es dann zum Bruch kommt und um einen zeitgenössischen Terminus zu verwenden, Luther zum Fürstenknecht wird und diejenigen, die da um Befreiung kämpfen, sich zusammentun. Das ist sehr zentriert um Thomas Münzer, an dessen Seite der Protagonist ist. Wie wir wissen, geht das furchtbar blutig und niedergemetzelt zu Ende, aber der Protagonist entkommt über verschiedene Stationen, Zirkel von Überlebenden und so weiter, in die Stadt Münster, wo damals ja die Ambition war, das neue Jerusalem aufzubauen, von jenen, die man Wiedertäufer nannte, die aber auch Momente haben, wo die Befreiung in Terror oder in Despotie umkippt. Auch dort entkommt, der hat wieder verschiedene Stationen und ist dann bei den, sagen wir mal aus heutiger Sicht, bei den Hippies in Antwerpen. Auch die machen tolle Experimente und Betrügereien gegen Obrigkeit und gegen Bankiers und gegen Fürsten, enden auf dem Scheiterhaufen und er entkommt schließlich wiederum über Umwege nach Italien, nach Venedig und wird dort Bestandteil des Kampfes gegen die Vormacht der äußersten Rechten oder der Inquisition innerhalb der katholischen Kirche, die diesem vergleichsweise liberalen Venedig mit seinen Händlern und seinen Juden, viele Juden sind nach Venedig geflohen und der Protagonist verliebt sich in eine reiche Jüdin, die aus Portugal vertrieben wurde. Und ganz zum Schluss müssen sie auch da abhauen und wie so viele flüchten sie ins Osmanische Reich nach Konstantinopel und dort sortiert und bearbeitet der Protagonist all die Kämpfe und seine Lebenserinnerungen und reflektiert und die geliebte Jüdin ist die Instanz, die ihn da auch ganz schön kritisch reinquatscht.
die seinen Heldenepos auch durchaus zerstört. Denn ein bisschen Heldenepos ist der Roman dieses linksradikalen Kollektivs oder postautonomen Autorenkollektivs aus Italien ganz bestimmt auch. Ja, wenn man sich mal anguckt, du hast jetzt aufgezählt, gegen was diejenigen gekämpft haben, die Kuh, der sogenannte Kuh, quasi begleitet zeitweise. Was bekommt man als Leser oder dann im Falle eines Zuschauers, der eure szenische Lesung besuchen wird, denn von der Motivation der Aufständigen mit? Also was halten sie der zeitgenössischen Ordnung entgegen? Wovon träumen die? Wofür kämpfen die? Ja, das ist die spannende Frage eigentlich, die ja auch Friedrich Engels umgetrieben hat und Karl Kautsky umgetrieben hat. Wie begreifen wir so einen Befreiungskampf, der nach Egalität der Menschen strebt, nach Gleichheit gegen Pfaffen und Fürsten und so weiter, der natürlich sozial gesehen bäuerlich fundiert ist, aber auch in den armen Schichten der Städte Rückhalt hat und der in der Zeit, da wir ja vor der Aufklärung uns befinden, sich noch religiös motiviert artikulieren muss. Deswegen kommen eben Thomas Münzer oder Jan van Leyden oder jene, die von Marx und Kautsky die Vorläufer des modernen Sozialismus genannt wurden, ganz gut zu Worte. Das mischt sich natürlich mit dem Krimi, sonst wäre das ja ein reiner Geschichtsunterricht, den wir da machen. Aber ein Eindruck aus der Gedankenwelt dieser sehr frühen Revolutionäre vermittelt der Abend schon. Natürlich auch ihre triumphalen Feste nach Siegen, als es ihnen scheint, dass die Zukunft offen ist. Und natürlich auch ihre schwere Niedergeschlagenheit nach dem Tod von Tausenden von Weggefährten und so weiter. Und das Autorenkollektiv hat ausgesprochen viel Lust auch an Commedia dell'arte und Slapstick. Also das Ganze ist sozusagen ein Geschichtsunterricht, wenn man das so sagen will, der aber durchsetzt ist auch mit sehr komödiantischen Momenten. Ne? Wenn sie einen Betrunkenen durch die Stadt tragen, der mal wieder von der Obrigkeit eingekerkert ist und dieser behaupten darf, er sei der eigentliche Papst, dann muss man schon sehr viel lachen, hoffe ich. Oder so war es bei der Premiere, muss ich sagen. Ja, kommen wir mal drauf zu sprechen, was dieser Stoff mit uns heute zu tun hat. Du hast jetzt gesagt, so gewissermaßen unterhaltsamer Geschichtsunterricht, wenn Leute was vermitteln wollen, dann haben sie ja meistens auch eine Motivation, das zu tun. Was hat euch dazu gebracht, also ich spreche jetzt dich an und Berthold Brunner als diejenigen, die das Ganze ins Rollen gebracht haben. Was war denn so eure Motivation, sich genau dieses Buch vorzuknüpfen, diese Story, das eben ein Thriller, der im 16. Jahrhundert spielt und das eben in Form von einer szenischen Lesung auf die Bühne zu bringen? Also wie fiel die Auswahl aus? War der einfach so toll, der Roman, und das wolltest du schon immer machen? Oder? Nein, ganz und gar nicht. Was in meinem Leben sehr selten vorkommt, das war eine Anregung von einem bestimmten Flügel der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und ich kannte das Autorenkollektiv über den Roman 54. Das ist jetzt egal, ich hatte die mal als Urlaubslektüre genossen. Und es war natürlich sofort einleuchtend. Wir haben Luther, ja, wir haben Lutherkult. Wir haben so ein bisschen, na, vielleicht war er Antisemit, aber er ist doch ein großer Deutscher und den müssen wir bewundern. Und dagegen überhaupt an jene zu erinnern, die seine Feinde waren, die soziale Kämpfe ausgefochten haben, politisch auch religiös motivierte. Also sozusagen, wenn ich das große Wort benutzen darf, Gegengeschichte zu schreiben, Geschichte der Verlierer, der Aufständischen zu schreiben, das war eine Motivation. Was es nicht ist, und damit will ich auch gar nicht auflaufen, ist sozusagen die Frage, was können wir denn von denen lernen oder so etwas. Das gibt es, glaube ich, bei historischen Ereignissen, die so weit entfernt sind, nicht. Wir haben noch keine Warenproduktion. Wir haben eigentlich alles, was die heutige kapitalistische Welt
ausmacht, noch nicht. Also so ein Motiv, jetzt wollen wir mal von denen lernen, das wäre ganz unzutreffend. Viel richtiger ist zu sagen, wir halten denen, auf deren Schultern wir im weitesten Wortsinne stehen, dadurch die Treue, dass wir mithelfen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten, dass sie als zwar Unterlegener, aber dennoch heroisch Kämpfender und dennoch Emanzipation verkörpernder Teil der Geschichte erhalten bleiben. Also krasse Ausrichtung gegen das Lutherjahr war der erste Impuls. Und trotzdem wird es ja im Kontext des Reformationsjahres hier und da angekündigt, ne? Also eure Inszenierung, beispielsweise in Leipzig, da heißt es eben, der Rote Salon präsentiert zum Reformationsjahr die Lesung Q. Also es ist, glaube ich, nicht möglich, irgendwie ohne diese Brücke auszukommen in dieser Zeit. Sehe ich das ja, ähnlich wie du? Ja, vielleicht, aber Helene, was machen wir denn, wenn wir das nächstes Jahr aufführen? Dann steht in der Ankündigung im Jahr nach dem Reformationsjahr. Mhm. Also wir brauchen eigentlich solche Jubiläen nicht, um einen bestimmten Begriff von Geschichte uns zu erarbeiten. Und trotzdem ist es natürlich ein Kontra gegen diese unglaubliche Zahl von Filmen und Labersendungen und Festveranstaltungen zugunsten Luthers. Mhm. Da sich der Roman aber, das ist ein italienisches Kollektiv, mit gleicher Vehemenz gegen die katholische Klerus richtet, ist das sozusagen schon richtig betitelt, ne? Gegen Lutherfürsten und den Papst. Ein Schauspieler, ich meine derjenige, der den Erzähler in dem Stück Q, das er aufführt, liest, der wurde auch befragt, was so eine szenische Lesung anstoßen kann. Du sagtest gerade eben, es wäre sehr weit hergeholt zu sagen, man würde jetzt da was vorspielen und dann sollen die Leute was lernen, und hast schon eigentlich eben Grund, ein sehr gewichtiger Grund, nämlich du hast den Begriff Gegenaufklärung genannt, angesprochen. Ich möchte ihn ganz kurz zu Wort kommen lassen, was der eben meinte, nachdem, naja, wenn wir mal wollen, nennen wir es Ertrag einer solchen Darbietung. Ja, ist gut. Für mich kam es so vor wie so eine Art Gegengeschichtsschreibung, die da stattfindet. Also es wird eben nicht aus der Sicht der Sieger, aus der Sicht der Inquisition eigentlich geschrieben, sondern aus der Sicht derer, die an diesen Kämpfen beteiligt waren, an den Bauernaufständen, an der Kommune in Münster, und die diese Kämpfe verloren haben. Das Reizvolle, was da in dem Roman und in der Lesung passiert, dass eben man eine andere Sichtweise auf Geschichte, wie Geschichte funktioniert, erlebt oder im besten Fall durch uns erlebbar gemacht wird. Tja, und erlebbare Geschichte, das hat mich dann doch also nicht stutzig gemacht, sondern tatsächlich, finde ich, da greift eben genau das ineinander. Also wenn nämlich ich eine Erfahrung mache und nicht nur abstrakt etwas lerne und von Dritten höre, sondern ja, das, was Theater versucht, mich mit verschiedenen Personen zu identifizieren und so weiter, dann habe ich auch so etwas wie ein Erlebnis, und dann habe ich auch einen anderen Zugang zu Geschichte, trotz, dass du schon gesagt hast, das Stück wird jetzt uns nicht sagen, wie es weitergehen wird, was wir richtig machen oder wie wir es richtig machen würden, ist nichtsdestotrotz tust du es ja, und tust du es ja auch aus einer gewissen Haltung raus. Deswegen erlaube ich mir trotzdem, dich zu fragen nach deinem Wunsch eigentlich. Also wenn du sowas angehst und auf die Bühne bringst, was erhoffst du dir denn, was im besten Falle eine solche Lesung beim Zuschauer bewirkt? Das ist gemein pauschal, Linde. Also jeder, der Theater macht und Literatur produziert und links ist, der hofft eigentlich und weiß gleichzeitig, wie illusionär diese Hoffnung ist, dass die Menschen am nächsten Tag und in der nächsten Woche und im nächsten Monat nicht funktionieren können.
also alles andere ist ja unernst, wenn man den Anspruch nicht formuliert. Ich will das nur nicht so überhöht sehen. Was ich gesagt habe, zum Nicht-Lernen-Können und trotzdem auf der Seite der Unterdrückten sein und der Verlierer sein, das gilt ja für ganz viele Sachen. Ich glaube zum Beispiel, wir können heute auch aus der Pariser Kommune von 1871 nicht viel lernen. Wahrscheinlich können wir nicht mal viel lernen aus der russischen Revolution, die jetzt 100 wird gerade. Wenn man das Lernen als etwas Unmittelbares betrachtet, sozusagen taktische Ratschläge daraus gewinnen oder erlernen, wie man es richtig macht, das alles ist nicht möglich, sondern was möglich ist, ist ein Blick auf die Geschichte, der dem von Walter Benjamin und dem berühmten Engel gleicht. Also sozusagen die Vorgeschichte als Grauen zu reflektieren, in dem dennoch Momente der Anstrengung, der Kämpfe um Emanzipation stattgefunden haben, auf deren Seite wir stehen. Ich finde, das ist schon immer sehr viel. Und ich meine, wir beide haben uns ja kennengelernt am Rande von der großen Lesung von Peter Weiß, Ästhetik des Widerstands. Dafür gilt das, was wir beide hier so versuchen rauszufummeln, ja in extremer Weise auch. Ja, ich habe auch in der Vorbereitung genau an dieses Zusammentreffen gedacht und dann auch an unser letztes Wiedersehen. Da warst du mit den Firmenhymnen in Halle und pikanterweise habe ich in der Suchmaschine meines Vertrauens mal Alles gehört allen eingegeben. Ein Spruch, den die Aufständischen auch auf der Bühne herausrufen. Und ich bin tatsächlich dann auf einen Werbeclip für eine Automarke gekommen, die uns die wunderschönste Zukunft voraussagt, wenn wir nur das richtige Produkt wählen. Naja, Thomas, ich würde gerne abschließend nochmal, du hast das Kollektiv schon genannt, das Kuh verfasst hat, Luther Blizzard nämlich. Und ich würde gerne noch abschließend darauf zu sprechen kommen, nämlich ähnlich kryptisch oder uneindeutig, wie mir dieses Kürzel Kuh auf dem Titelblatt erscheint, geht es mir zumindest so, wenn ich mir eben diesen Name oder überhaupt mich informiere, wer denn Kuh verfasst hat, eben weil der Roman auf ein italienisches Kollektiv zurückgeht, was eben Ende der 90er, soviel ich weiß, dieses Kuh geschrieben hat. Und Luther Blizzard, das ist einfach ein Sammelpseudonym. Unter diesem Namen veröffentlichen viele, die eben nicht ihren eigenen Namen veröffentlichen wollen, Dinge, Bücher und so weiter. Und ich dachte mir, diese Anonymität, die hat auch eine Bedeutung. Vielleicht, ich will noch nicht so viel verraten, wie ich das lese, deswegen die Frage an dich, diese Anonymität, die offensichtlich durch den Titel und durch auch den Namen dieses Verfasserkollektivs durchscheint, wie ist die zu erklären oder wie ordnest du die ein? Also ist das einfach nur der Wunsch der Verfasser, anonym zu bleiben tatsächlich, oder gehört es zum Programm dazu? Beides. Die Verfasser, also das Kollektiv mit kleinen personellen Änderungen, nennt sich ja heute Wu Ming. Also das soll irgendwas so heißen wie die Namenlosen oder so auf Chinesisch, glaube ich. Ich glaube, das ist Ausdruck der Lust dieser Postautonomen, vorzuzeigen, dass sie als Kollektiv arbeiten, dass sie verschiedene Fähigkeiten haben. Denn in diesem Roman steckt ja eine unglaubliche akribische empirische Forschung, was es damals gegeben hat. Also das alles, was man nachschaut oder wo man sich ein bisschen kompetent fühlt, erweist sich als ganz sauber recherchiert. Das ist vielleicht ein zusätzlicher kleiner Spaß für jeden Leser zu merken, ob auf so vielen Seiten, ob man spürt, hier schreibt jemand anderes als jener, der dies oder jenes Kapitel geschrieben hat. Hier schreibt einer bilderreicher, dort schreibt einer dokumentarischer und so weiter. Jedenfalls habe ich mir den Spaß gegönnt. Ob das stimmt, weiß ich ja auch nicht. Die Leute treten ja auch als Einzelne durchaus öffentlich auf. Also
die machen jetzt nicht so ein Riesengeheimnis daraus, wer sie sind, sondern ich glaube, sie wollen dokumentieren, dass ihre Werke Resultate von kollektiver Arbeit, kollektiver Diskussion, kollektiver Forschung ist. Und es ist natürlich ein schönes Gegengift gegen den bürgerlichen Geniekult, was die da veranstalten. Ne? Ja, und eine kollektive Aktion sozusagen ist ja auch euer Unterfangen, diesen Roman jetzt szenisch zu lesen auf der Bühne. Möchtest du vielleicht wirklich zum Schluss jetzt uns noch verraten, was uns erwartet, so personell gesehen? Also wir haben jetzt viel über Inhalt und gesprochen, aber es ist eine szenische Lesung und du hast nicht Unbekannte dazu geladen. Was erwartet uns, wenn wir uns beispielsweise am 1.11. in Leipzig einfinden oder die anderen Termine werde ich gleich noch hinzufügen? Ja, vergiss die nächste Woche nicht. Du hast vorhin gesagt, wir fangen am 30. an. Egal. In Hamburg, genau. Ja, weil wir sind davor noch in Hannover und Oldenburg und da wird ja euer Radio ganz massiv gehört in diesen beiden Städten. Nein, also was das Publikum erwartet, sind vier Schauspieler, die vielleicht 30 oder 40 verschiedene Personen spielen. Denn anders kriegt man das ja nicht hin. Und trotzdem haben die Personen jeweils eine Schwerpunktrolle. Das ist natürlich ganz ausgeprägt beim Protagonisten, bei dem, der auf all seine Kämpfe und sein Leben zurückschaut. Das wird Matthias Kelle sein. Die weibliche Rolle ist hauptsächlich bestimmt davon, dass seine Lebensgefährtin, seine Geliebte in Konstantinopel neben ihm sitzt. Das macht Ruth-Marie Kröger. Und dann haben wir noch sozusagen den Kardinal Caraffa, also den Empfänger der Briefe von Q. Das mussten wir so machen, damit ja das Geheimnis, wer denn nun Q immer ist, in den Szenen ungelüftet bleibt. Ein bisschen Krimi mussten wir auch machen. Das ist Dennis Moschito, spielt die Rolle. Und dann gibt es noch einen, der ganz viele Revolutionäre und Feinde der Revolution und Landsknechte und so weiter spielt. Das ist Sebastian Straub. Wir können nicht immer in derselben Besetzung auftreten, weil die Kollegen ja tatsächlich recht gefragt sind und ein Engagement und teilweise am Theater haben oder Drehtage für Filme haben und so weiter. Aber eben habe ich mal so aus dem Kopf die Leipziger Besetzung aufgezählt. Und das Ganze, das, wenn ich das zum Schluss, fühlt sich nicht an wie eine szenische Lesung. Szenische Lesung ist oft was ganz Langweiliges. Da sitzen vier am Tisch und lesen etwas mit Betonung vor. Das verabscheue ich. Es wird sich bewegt wie verrückt auf der Bühne. Wir haben oft das Textbuch in der Hand, weil wir keine 8 Wochen proben konnten, aber wir tun so, als hätten wir schon eine Ahnung, wie das inszeniert gehört. Also wie 4. Probentag am Staatstheater bewegen wir uns. Und da geht richtig was ab. Ich möchte jedenfalls reklamemachend sagen, es ist nicht diese Trostlosigkeit, 4 Leute lesen aus dem Reklambuch vor und bemühen sich, das mit einem bestimmten Timbre in der Stimme zu tun, sondern wir täuschen ein bisschen vor, wofür uns das Geld fehlt. Eine Inszenierung nämlich.